Herzlich willkommen, Sascha Rita. Geboren? In Laa. In der Nähe von Freiburg. Und wann? 23.03.83. Der erste Verein? FV Kubach. Und das Debüt in der Bundesliga? SC Freiburg, Debüt in der ersten Fußball-Bundesliga-Auswärtsspiel in Leverkusen. Wann, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur noch, dass ich da mein erstes Bundesliga-Tor auch geschossen habe. Ja, das weiß ich noch. Und dass wir aber am Ende leider noch 4-1 verloren haben. Das macht ja nichts. Erfolge hat der vielseitig einsetzbare Profi auch trotz der Niederlage eingeheimst. Er war Nationalspieler und Meister mit Wolfsburg. Und seine Aufgabe hier auf Schalke fiebert er entgegen. Sehr gespannt und wird eine Riesenaufgabe, auf die ich mich sehr freue. Horst Held lobt den Musterprofi und sieht den 32-Jährigen als wichtigen Baustein im Team. Wir freuen uns, dass er da ist und er ist voller Tatendrang und er wird den Konkurrenzkampf mit Junior da aufnehmen. Halt. Der macht das allerdings auch sehr, sehr gut in allen Testspielen, die er gespielt hat oder auch im Training. Er gibt richtig Gas. Wir sind sehr froh, dass er da ist und das weiß Sascha halt, aber er soll halt auch auf dem Platz, aber auch vor allen Dingen außerhalb des Platzes die junge Mannschaft so ein bisschen mitführen. Sascha kam von Freiburg und hat die Vorbereitung dort mitgezogen. Daher ist der Neuzugang fit. Vielleicht sogar stand jetzt ein bisschen fitter als unsere Jungs. Für die Freiburger geht es am Montag los und die sind schon voll im Saft. Und deshalb bin ich froh, dass ich da bisher mittrainieren konnte, dass ich hier jetzt auch ein ordentliches Bild abgebe. In England spielte er in Fulham. Dort ist alles abgeriegelt und die Fans haben kaum Möglichkeiten, ihre Spieler zu sehen. In Wolfsburg und Freiburg geht es da auch ein bisschen gemächlicher zu. Aber hier auf Schalke ist mal wieder alles anders. Spitze, gutes Training gemacht, viele Zuschauer da, Euphorie spürt man da auch. Alle freuen sich und hoffen, dass es bald wieder losgeht. Und ja, im Moment ist alles super. Genau, und wir hoffen, dass es so bleibt.